Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer mit einem neuen Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt gerne diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Letzter Tag im Frühling und heute geht's ans Eingemachte. Wir müssen nach Gostovia, um die Steuern zu bezahlen. Aber zunächst schwatzen wir erstmal mit der Bathilda. Wo sind denn die? Sind die noch alle im Bett oder was? Da gehen wir erstmal ins Lager und holen uns etwas Fleisch. Was wir uns noch braten wollen, denn wir brauchen was zu essen und wir müssen uns was auf den Weg mitnehmen. 25 Mal dürften reichen. Wo sind denn die? Sind die alle noch zu Hause? Bei dem schönen Wetter treibt ihr euch in der Bude rum. Hallo Bathilda. Romantik. Wie geht es dir, meine Schöne? Dein Lächeln ist wärmender als ein Lagerfeuer. Schade, dass es nicht auch Essen anbraten kann. Habe ich recht? Wie geht es dir, meine Schöne? Menschen, die stolz darauf sind, wer sie sind, sind heutzutage selten. Ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Sagen wir mal, oh, sind wir 45%. Ich würde fast sagen, nicht so wichtig. Mach's gut. Wir wollen diesen Fortschritt wollen wir nicht vergeichen. So, jetzt braten wir uns etwas Fleisch und machen uns sofort auf den Weg nach Gostovia. Erstmal Feuer anzünden und 25 Mal Fleisch braten. So, davon essen wir auch gleich was. %97,3 gesättigt. Das klingt gut. Das reicht für die nächsten Stunden. So, noch was trinken. Gurken in der Hand und nun geht's los. Und flugs schnellen Schrittes nach Gostovia. Denn dieser Quest wird den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Und das ist etwas, was ich ehrlich gesagt an diesem Spiel. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich an dem Spiel kritisiere. Unter anderem die Länge dieser Dialoge. Diese unsäglich lang sind. Und noch eine Sache, da haben wir jetzt gleich die Füchse hier über den Weg laufen. Die Sache mit den Wölfen. Dass sie dich grundlos angreifen, das ist, wie soll ich das sagen? Wenn die echten Wölfe sich wehren könnten, dann, ein Wolf greift niemals grundlos den Menschen an. Er hat Angst vor Menschen. Mir ist es in diesem Spiel schon passiert, dass mich drei mit einmal von hinten angefallen haben. Das ist die größte Mär, die es gibt. Und das finde ich nicht in Ordnung. Bloß um hier etwas Action reinzukriegen in das Spiel, dass man das Verhalten der Wölfe bewusst falsch darstellt. So, jetzt geht's auf nach Gostovia. Auch finde ich nicht gut, dass man nicht seine Steuern zahlen kann und dann erstmal warten kann, ob man den Quest später weitermacht. Später beginnt, nee, der spittelt dir sofort seinen Quest auf. Und deswegen war es eine gute Entscheidung, das am letzten Tag zu machen. Denn ich habe schon mal vorgefühlt. Was ist hier? Hier ist Steinaxt, brauchen wir nicht. Den Met nehmen wir mit, die Steinaxt und die Stämme, die legen wir hier an der Seite. So, falls das ja wieder aufgefüllt wird im Laufe der Jahreszeiten. So, die schmeißen wir hier her.
hier den rechts den Weg hoch, etwa 50 Meter hin und dann wieder etwa so 50 Meter rein in den Wald, sollen irgendwo in Banditenlager irgendwann mal auftauchen. Bei aller Kritik, was ich vor uns geäußert habe, bin ich immer noch begeistert von diesem Spiel. Aber es gibt nichts, was vollkommen ist, sag ich mal. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich hier nicht gut finde. Vor allem am Anfang solche Quests einzubauen, die dir ganze Tage rauben, wo du dir ja ein Dorf bauen willst. Finde ich nicht so sehr berauschend. Da steht schon da und wartet, dass wir kommen. Hallo Rasimir, lebst du dich langsam ein? Ja, allmählich. Bisher ist es hier gut ergangen. Das ist wundervoll, Rasimir, aber du kommst zu einem schlechten Zeitpunkt. Meine Pflichten als Kastellan erwarten mich. Natürlich, ich verstehe, das ist in Ordnung. Ja, alles ist, was weiß ich nicht. Wenn ich ehrlich bin, es hat einen Mord gegeben. Ach du meine Güte. Ich dachte, so etwas passiert hier nicht so oft. Weil es das nicht tut, mache ich mich jetzt auf den Weg zum Schauplatz des Verbrechens und befrage die Zeugen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mich erwartet. Ich bin mir sicher, dass die Sache bei dir in guten Händen ist. Das wird sich zeigen. Ja, es kann sich nicht vor dir verstecken. Das Verbrechen. Spaß beiseite, Rasimir. Es ist eine ernste Angelegenheit. Ich kann dir im Moment keine weiteren Geschichten erzählen, aber ich denke, dass es jemanden gibt, den du treffen solltest. Sein Name ist Sambor. Er war einer von uns, von der Meute, meine ich. Meinst du das im Ernst und er lebt hier im Tal? Das ist richtig. Eigentlich tun sie das alle. Hier, ich habe dir Sambors Haus auf deiner Karte eingezeichnet. Du solltest ihm einen Besuch abstatten. Großartig. Ich mache mich sofort auf den Weg. Aber sei vorsichtig. Sambor freundlich zu nennen, das wäre, als würde man als angenehm bezeichnen, wenn man an einer höchst empfindlichen Stelle von einer Biene gestochen wird. Oh, ich bin sicher, dass du übertreibst. Er gehört immerhin zu Memento. Sag später nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Dann mache ich mich mal auf den Weg. So, und jetzt sprechen wir gleich nochmal an und das Steuern. Das sollte alles abdecken. Alles klar, Freunde. So, jetzt haben wir die Steuern gezahlt erst einmal. Blitz, jetzt geht's zu Sambor. Mal schauen, wie spät wir haben. 11.22 Uhr. Naja, das klingt eigentlich ganz gut. Wo wir unterwegs schauen, ist der Wagen, ob der, wo das zerbrochene Geländer ist, ob wir die Flasche finden, den Trinkschlauch. Damit wir endlich mal ein bisschen Wasser mit auf Tour nehmen können. Hier vorne ist auch ein Wagen. Was finden wir hier? Zwei Bretter und eine Bronzeaxt. Die Bretter schmeißen wir hier auf die Seite. Die schleppen wir auch nicht mit. So, und los geht's weiter. Und getrunken haben wir noch, gegessen haben wir auch.
Ach, hier liegen auch noch mal Stämme, seht ihr? Was haben wir hier? Einen Stein brauchen wir nicht. Ah ja, eine Flasche Met und das ist eine Steinaxt. Die Holzstämme nehmen wir mit, die Steinaxt nehmen wir mit. Die Holzstämme schaffen wir hier rüber. Packen wir hier an den Baum. XEF und die Steinäxte. Diese auch noch hier. Zwei Steinäxte, genau. Perfekt. Jetzt geht's weiter zum Sambor. Hier hinten ist die, hier fängt das Geländer an. Müssen wir gleich mal unten schauen. Ja, er ist da, der Wagen. Trinkschlauch schnappen und die Flasche Met, die wir noch hier binden. So, und den Schlauch machen wir uns gleich hier im Wasser voll. Den legen wir uns auf die 2. So, erstmal trinken wir etwas. So, und jetzt den Schlauch. So, wieder Bogen in der Hand und los geht's. Ja, rechts unten, da muss man auch aufpassen, da flitzen öfters mal Wiesens rum und paar Wildschweine. Und links am Weg sind öfters mal ein paar Wölfe. So, jetzt sind wir gleich beim Sambor. Wir machen aber eins. Wir gehen erstmal hier ringsrum. Ich habe ja schon mal vorgespielt. Da stehen hier solche Spielzeugfiguren. Die suchen wir uns gleich alle. Die finden es, wir kriegen nachher eine Aufgabe von Sambor. Das werden wir hier hinten Ton abbauen. Aber da findest du die. Die Rehe nicht. Diese Holzrehchen hier. Die haben zwar keinen Preis, du kriegst nichts dafür, aber ich sag mal, einen Sinn werden sie schon haben. Und wenn es nur Dekoration in unserem Dorf werden soll. So. Da hinten ist dieses große Rudel. Hier sind nochmal zwei. Und hier ist der ganze und da sind auch noch zwei Flaschen Met oder Wein. So, haben wir jetzt die Rehe alle gefunden? Ich denke schon. Mal schauen wir mal, wie viel wir haben. Das sind, glaube ich, über 20 Stück. 21 habe ich jetzt. Da fehlen, glaube ich, noch welche. Sind, glaube ich, 23, wenn ich mich recht entsinne. Ist aber auch egal. Vielleicht finden wir noch mal welche. Jetzt gehen wir zum Sambor. Da steht schon da, da wartet schon auf uns, auf Deutsch gesagt. So. Du hast dich wohl verlaufen, Junge. Tut mir leid, ich wollte dich nicht. Warte mal, schau mich an und hör auf zu zittern. Aha, schwarz und blau. Du bist mit Lordan verwandt, nicht wahr? Ja, mein Name ist Rasimir. Und du, dann kannst du nur Sambor sein. Und woher willst du das wissen? Ich habe mich mit Unigost unterhalten. Der hat mir gesagt, dass du auch zu Memento gehört hast. Du bitte, was habe ich gehört? Die Meute mit Unigost und Lordan. Ich habe mein ganzen Leben noch nie so einen bescheuerten Namen gehört. Oh, tut mir leid, habe ich mich geirrt. Wir wurden die glorreichen 5 genannt. Das ist doch gleich ein viel besserer Name. Und da hast du verdammt recht. Das liegt daran, dass er von mir kommt.
Jeder hat ihn geliebt. Keine Ahnung, warum Unigost dich diesbezüglich angelogen hat. Aber sicher nur neidisch auf deine Kreativität. Ja, ha, natürlich war das. Und nicht nur darauf. Wie dem auch sei, ich würde gerne ein paar Geschichten über meinen Onkel hören und über die Abenteuer der Meute. Was für ein glücklicher Zufall. Denn ich würde unglaublich gerne meine Zeit damit verbringen, an einem knisternden Feuer zu sitzen und Geschichten von früher zu erzählen. Ja, wirklich? Nein, verlass mein Grundstück und vergiss, wo es ist. Ach komm schon, es dauert auch nur einen Augenblick. Sogar nur einen Augenblick des Augenblicks. Sag mir nur, wie war mein Onkel so? Und wie bist du zu einem Mitglied von den glorreichen Fünf geworden? Was habt ihr überhaupt gemacht? Du weißt nicht, was wir gemacht haben? Unigost ist noch nicht dazu gekommen, mir es zu sagen. Ach, was soll's. Aber sei still und versuche zumindest etwas weniger anstrengend zu sein. Womit soll ich anfangen? Richtig, es fing natürlich alles damit an, dass Lordan von zu Hause wegging. Er war damals 18, wenn ich mich recht erinnere. Dieser gerissene Schurke war schon immer eine große Nummer für seinen winzigen Geburtsort. Und das wusste er auch. Suchte das Weite, sobald er konnte. Aber wenn du so jung schon so gewieft bist, dann bedeutet das auch zwei andere Dinge. Du bist hochnäsig und hitzköpfig. Sein Plan war es, auf ein großes Abenteuer zu gehen. Das ist alles. Sehr detailliert, nicht wahr? Ein Weg wie dieser ist mit den Skeletten junger Idioten gepflastert. Aber Lordan war keiner von ihnen. Egal. Er wanderte tagelang, Tage wurden bald zu Wochen und seine Vorräte zu Staub. Er war als Jäger völlig unbrauchbar. Jedenfalls damals. Also waren Bären und Pilze alles, mit denen er sich versorgen konnte. Offensichtlich brauchte er Münzen. Ich muss schon sagen, du bist ein wirklich großartiger Geschichtenerzähler. Das hätte ich gar nicht erwartet. Er kam an einen Gutshof vorbei, der von einem Meer aus Apfelbäumen umgeben war. Lordan beschloss, sich dort anstellen zu lassen. Eine Woche wahrer Knochenarbeit verbrachte er dort. Seine Hände waren voller Blasen. Seine Haut war rot von der brennenden Sonne. Seine Knie pochten vor Schmerzen. Mund zu! Willst du, dass ich fertig erzähle? Wo war ich? Richtig. Er war erschöpft von der anstrengenden Arbeit. Spazierte zum Gutsherrn mit einem Lächeln im Gesicht, um sich seine Bezahlung abzuholen. Lordan war schon allein von der Vorstellung davon satt, was er sich alles an Köstlichkeiten kaufen würde. Und dann zerschlug die Hand des Apfelbaumfürsten all die schönen Träume, indem sie ihn lediglich ein paar wenige lausige Münzen abspeisten. Lordan war außer sich. Das war nur ein winziger Teil der Bezahlung, die er hätte bekommen sollen. Er schrie den Kerl an, verlangte Gerechtigkeit. Aber Arbeiter waren nichts als Fliegen für den. Abstoßend, ersetzbare Insekten. Und was machst du mit einer Fliege, die zu laut summt? Die Hände des Apfelbaumfürsten schlugen von beiden Seiten gleichzeitig gegen Lordans Ohren, mit so viel Kraft dahinter, wie sie ein Ochse hatte. Lordan fiel betäubt zu Boden und die Wachen des Apfelbaumfürsten warfen ihn hinaus wie Abfall. Sie nahmen sich auch die wenigen Münzen. Das sollte ich noch dazu sagen. Erst gegen Abend kehrte Lordans Gehör zurück und mit ihm kam auch ein Gedanke. Der Gedanke an Rache. Und was ist als nächstes passiert? Als ich ihn 10 Jahre später traf, war dein Onkel ein recht passabler Kämpfer. Aber das war er damals noch nicht. Er wusste, dass die Wachen kurzen Prozess mit ihm machen würden, würde er sich auch nur in die Nähe wagen. Deshalb musste er einen anderen Weg finden, seine Rache zu bekommen. Lordan war schon immer ehrgeizig gewesen, aber der Hass lief ihn nun an wie nichts anderes je zuvor.
Als nächstes habe ich genug von dieser Unterhaltung. Verzieh dich. Das geht nicht. Du kannst mich doch jetzt nicht an dieser Stelle hängen lassen. Ich kann machen, was immer ich will. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Was für andere Dinge? Ich kümmere mich darum. Ich mache alles, was du willst. Nur bitte erzähl mir die ganze Geschichte. Verdammt, du bist nervtöten. Bitte, 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 bitte. Von mir aus, halt nur endlich die Klappe. Sag mir einfach, was getan werden muss. Du wirst es nicht bereuen. Hier greift er diese Schaufel. Diese, ein ziemliches Drecksteil. Aber sie wird reichen. Hinter meinem Haus gibt es Tonvorkommen. Geh dahin und grab etwas Ton für mich ab. Bin schon dabei, Boss. So, jetzt hüpfen wir dahinter. Hupf. So, nehmen wir uns mal die Schüssel. Die nehmen wir uns jetzt auch auf die 2. Wechseln auf die 2. Und jetzt buddeln wir hier. Fangen wir hier vorne an. So, das ist abgebuddelt. Mal gleich mal gucken, ob hier noch solche. Ne, stehen keine rum. Komm, das buddelst du auch noch weg. Quasi. So, wir haben schon genug. Also, wieder zum Dings. Ja, hier ist der Ton, den du wolltest. Erzählst du die Geschichte jetzt zu Ende? Schon gut, schon gut. Also wie ich bereits sagte, war Lordan damals kein besonders guter Kämpfer. Er hatte kein Geld und keine Verbindung. Aber er hatte eine Sache, eine ungewöhnliche Gabe. Siehst du, Lordan war schon von Kindesbeinen an ein außergewöhnlich begabter Lügner. Keine schwitzigen Hände, kein Schwanken in der Stimme, eigentlich nichts, was ihn verraten hätte. Ruhig, gleichmäßiger Abend, Atem, Augenkontakt die ganze Zeit. Am Ende konnte er mit jeder Art von Druck fertig werden. Selbst in den verrücktesten Situationen. Aber das war nicht von Anfang an so. Damals musste er nicht unter Druck lügen. Es war keine Belastung für ihn. Er tat es so selbstverständlich wie atmen. Er hatte überhaupt kein Schuldgefühl. Er schmiedete einen Plan. Einen Plan, der so unfassbar bescheuert und an den Haaren herbeigezogen war, dass es schwer fällt, zu glauben, dass er tatsächlich funktioniert hat. Als erstes hat er den Schneider der Stadt dazu gebracht, ihn vollständig neu einzukleiden. In Kleidung, die nur den reichsten Adligen vorbehalten war. Die feinsten Stoffe, seidensten Fäden, den ganzen Schnickschnack, entsetzlich teuer. Aber wie konnte er sich das alles leisten? Wirst du jetzt sicher fragen. Ganz einfach. Er hat nicht dafür bezahlt. Also hat er ihn alles gestohlen? Das habe ich nie behauptet. Lordan war kein Dieb, zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Davon abgesehen habe ich die verdammte Geschichte denn schon zu Ende erzählt. Neu eingekleidet reiste Lordan zum Schloss des Königs des Reiches und ging hinein. Schon gut, schon gut. Jetzt weiß ich, dass du dir alles ausdenkst und das ist einfach unmöglich. Hahaha, du hast völlig recht, das ist es. Schon der Gedanke daran ist reiner Wahnsinn. Aber Lordan, er marschierte einfach hinein. Ich kann es dir nicht verübeln, dass du mir nicht glaubst. Verdammt, ich würde mir ja selbst nicht glauben, wenn ich nicht genau so etwas später hunderte Mal von mehr mit eigenen Augen von ihm gesehen hätte. Jedenfalls spazierte einfach ins Schloss hinein. Und als er dort war,
setzte er seinen Plan in die Tat um. Und dieser Plan war, mit der Frau des Königs, mit seiner Frau zu schlafen. Wessen Frau? Die des Königs. Die Frau des Königs? Also die Königin? Richtig. Also nur, damit ich das richtig verstehe. Sein Plan war, ins Schloss zu gelangen und mit der Königin zu schlafen. Ganz genau. Du hast recht. Das ist der absurdeste, bescheuertste Plan, von dem ich je gehört habe. Ja, ich habe es dir ja gesagt, aber der Plan hat blendend funktioniert. Ich verstehe es immer noch nicht. Was hat funktioniert? Was hat er damit erreicht? Nachdem sie sich geliebt hatten, zog Lordan sich wieder an und versprach der Königin, dass er ihnen ein paar Erfrischungen holen würde. Damit verließ er sie, ließ aber sein Untergewand absichtlich neben dem Bett zurück. Dann suchte er sich einen Wachmann des Königs und sagte ihm, dass er gesehen habe, wie sich die Königin zusammen mit einem verdächtigen Fremden in eine Kammer geschlichen habe. Der Wachmann stürzte in den Raum und fand dort die Königin, nackt im Bett, mit der Kleidung eines fremden Mannes neben sich. Das ergibt für mich alles immer noch keinen Sinn. Als treuer Diener erstattete der Wachmann natürlich sofort dem König selbst Bericht. Dieser war außer sich vor Wut, wie du dir sicher vorstellen kannst. Er konnte wohl kaum seine Frau bestrafen. Das hätte seinen Ruf geschadet. Aber er konnte sich ihren Liebhaber vornehmen. Leider hatte Lordan das Schloss zu diesem Zeitpunkt längst verlassen. Auf dem Rücken einer prächtigen Stute, die er sich aus dem Stall geliehen hatte, ritt er in den Sonnenuntergang davon. Weißt du, der König konnte den harmlosen Verführer nicht auf frischer Tat ertappen. Aber er konnte versuchen, ihn aufzuspüren. Dafür gab es, abgesehen von dem Untergewand und einer süßen Erinnerung für die Königin, nur einen Anhaltspunkt. Sein Name. Nicht sein wirklicher Name, natürlich. Den Namen, den er benutzt hatte, um sich der Königin vorzustellen. Ah, genau. Jetzt hast du es verstanden. Ha, das ist unglaublich. Der Kopf dieses hohen Herrn hat sich sicherlich kurz darauf von seinen Schultern verabschiedet. Er wurde nicht umgebracht. Das wäre nicht Lordans Stil gewesen. Die Königin flehte um sein Leben. Also warf der König ihn in den Kerker, wo er seine letzten Tage verbrachte. Lordan war einfach erstaunlich. All das mit nichts als seinem Verstand und seiner Überzeugungskraft. Diesen hohen Herrn hat er gezeigt, dass er ihn besser nicht hintergangen hätte. Nicht, dass du jetzt den falschen Eindruck gewinnst, was seine Beweggründe angeht. Lordan hat sich diese ganze Mühe nicht nur gemacht, weil er selbst einmal schlecht behandelt worden war. Du musst wissen, dass dieser Apfelbaumfürst grausam und gnadenlos war. Er misshandelte alle seine Untergebenen. Er tötete aus Spaß, vergewaltigte zum Zeitvertreib. Die neuen Leute nannten ihn den Waschmann, weil er sich zur Angewohnheit gemacht hatte, die Bastarde, die ihm geboren wurden, direkt nach der Geburt im See zu ertränken. Wie ungewollte Kätzchen. Du nimmst mich doch jetzt auf den Arm. Lordan musste ihn aufhalten. Und das tat er. Aber das ist noch nicht das Ende dieser Geschichte. Nachdem der Herr des Apfelbaumgutes gefangen genommen wurde, musste jemand seinen Platz einnehmen. Er hatte keinen rechtmäßigen Erben. Aber dann, auf verblüffende Weise, zu ganz genau dem rechten Zeitpunkt, erschien ein entfernter Cousin auf der Bildfläche. Ein reizender junger Mann mit zwei unterschiedlich gefärbten Augen. Er macht sich das Hab und Gut des verurteilten Verwandten mit Leichtigkeit zu eigen. Aber Lordan wollte nichts davon, nichts für sich selbst. Er nahm nur 3 Beutel mit Münzen an sich und überließ den Rest den Arbeitern. Die konnten ihr Glück kaum fassen,
Wahrscheinlich verehren sie ihn dort immer noch. Oh, noch eine Sache. Warum drei Beutel? Das fragst du dich sicher. Ganz einfach. Einen für den Schneider. Einen für den Stallburschen, von dem er das Pferd hatte. Und den letzten für sich selbst. Mit genau der Summe, die er mit seiner Arbeit in der Plantage hätte verdienen sollen. Ich sage dir ja, Lordan war kein Dieb. Und das war alles. Er stieg auf seine prächtige Stute und verließ das Reich zu neuen Abenteuern. Zumindest ist das die Geschichte, wie er sie uns zu erzählen pflegte. Also kann es gut sein, dass nichts davon wahr ist. Aber genauso nur einmal mit Lordan. So war es einmal mit Lordan. Jetzt verstehe ich, was du und Unigost gemeint habt. Es klingt tatsächlich, als könnte es ihm gar nicht geben. Mir ist nie wieder jemand begegnet wie er. Verstehe mich nicht falsch. Er hatte seine Fehler. Aber die Dinge, zu denen er fähig war, seine Zunge kann nicht nur silbern, sie muss aus reinem Gold gewesen sein. Warte, warte. Hast du mir ja gar nicht gesagt, was denn nun der eigentliche Sinn und Zweck der glorreichen Fünf gewesen ist. Oh, ich dachte, das wäre mittlerweile offensichtlich. An diesem Tag wurde nämlich Lordans Mission geboren. Er wusste, dass es verwöhnte und verdorbene Reiche und Mächtige, ganz wie den hohen Herren an vielen Orten gibt. Sie saugen dem einfachen, hart arbeitenden Volk das Leben und die Würde aus. Und er wusste nun, dass er es mit ihnen aufnehmen könnte. Zumindest ein Stück weit. Also war es genau das, was er anfing zu tun. Korrupte Amt- und Würdenträger stürzen und dem Volk etwas zurückgeben. Er klingt wie ein Held, ein richtiger Held. Also, es war nicht so. Aber ich meine, ich denke, man kann es so sagen. Und wie ist es dazu gekommen, dass du dich der Meute angeschlossen hast? Lordan arbeitete allein, bis er Unigost traf. Die flinken Finger dieser kleinen Ratte halfen da weiter, wo Lordans Zunge nicht ausreicht. Und dann brauchten sie eben noch jemanden, der auch die anderen Talente verfügte, die ihnen fehlten. Berge, Männlichkeit, Mut und Tapferkeit, Unabhängigkeit, Rechtschaffenheit. Richtig, ich glaube, ich verstehe. Also suchten sie sich den Besten, den es gab. Ich hatte gerade etwas Zeit zwischen zwei Anstellungen, also versuchte ich es mit ihnen. Und schlagartig fing die Meute an, wirklich etwas zu bewegen. Aber ich prahle nicht gern. Oh, das ist mir aufgefallen, bescheiden wie ein Veilchen. Schön, dass es dir aufgefallen ist. Jemanden, der so talentiert ist wie ich, da hat es ja gar nicht nötig zu prallen. So wie die Sonne nicht beweisen muss, dass sie hell ist. Wie dem auch sei. Ich habe jetzt schon mehr zu dir gesagt, als zu allen anderen in den letzten 5 Jahren. Also wird es Zeit, dass du verschwindest. Und wenn es nach mir geht, kommst du auch nicht wieder. Nie wieder. Es war mir eine große Freude und eine wahre Ehre. Ja, ja. Von mir auch. Von mir aus, jetzt sieh zu, dass du Land gewinnst. Als Dank dafür, dass er meinen Aufenthaltsort verraten hat, bring Unigost doch diese seltsame Köstlichkeit von mir. Er mag sie besonders gern. Ohrfeigen. Willst du, dass ich ihm ins Gesicht schlage? Stottere ich etwa? Nein, Herr, natürlich, Herr. Zu Befehl, ich bin schon und weg. So, meine Freunde, das war der erste Dialog. Hat ziemlich lang gedauert. Jetzt haben wir noch ein Ereignis und dann werden wir ganz automatisch in unser Dorf gebeamt. Transportiert.
So, ein Dieb wurde auf frischer Tat ertappt, als er versuchte, deine Vorrede zu stellen. Er versuchte, sich herauszureden und dich davon zu überzeugen, dass die Armut ihn zu der Tat getrieben hat. Nun musst du entscheiden, was du mit ihm machen willst. Erstens, schneide ihm die Hände ab. Keine Einschränkung. Lass ihn gehen, aber verbanne ihn. Keine Einschränkung. Befiehl jemanden, ihm die Hände abzuschneiden. Ja, entscheiden uns für drei. Wir lassen ihn gehen und verbannen ihn. F. 2% des Materials wurden aus deinen Lagerbeständen entfernt. Ja, das geht ja. Und hier breche ich die Aufnahme ab. Die nächste Folge ist Sommer und wir sehen uns nachher wieder. Alles klar, meine Freunde. Ich sage dann schon mal Tschüss, bis zur nächsten.